Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Tagesschau am Samstag. Viel Folklore und eine Forderung. Das gab es heute auf dem Meraner Sandplatz beim dritten Unabhängigkeitsfest der Schützen, zu dem Minderheitenvertreter aus unterschiedlichen europäischen Staaten und hunderte Zuschauer kamen. In verschiedenen Sprachen wurde ein gemeinsames Anliegen formuliert. Independencia. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Vertreter aus Flandern, Katalonien, Schottland und einigen italienischen Gebieten waren heute in Meran zusammengekommen. Es war ein Fest zwischen Folklore und Politik. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Frieden ohne Freiheit. Das gilt für uns alle. Für sie alle gilt, der Nationalstaat ist übel. Ohne Rom, London, Madrid oder Brüssel lebt es sich besser. Zurück also zur Kleinstaaterei. Verschiedene Professoren, Spolaori zum Beispiel, haben geprüft, dass ein kleiner Staat, 5 Millionen, 6 Millionen Einwohner, 7 Millionen Einwohner, dass das für die Demokratie, ja, und für die Leute selbst, dass das eine bessere Anzahl ist, dann 60 oder 70 Millionen Menschen. Auch der Ukraine-Konflikt spielt ja heute eine Rolle. Friede kann es laut den Schützen nur in Freiheit geben. Der Gedanke der Freiheit ist immer ein Gedanke des Friedens. Und den Frieden braucht man in Europa alleweil. Deswegen, das geht gleich miteinander. Da, wenn die Nationalstaaten alleine schaffen, kriegen wir alleine im Bedrängnis. Wenn die Völker selbst bestimmen können, dann wird der Frieden auch gelingen. Doch die Politik war heute bei mehr als 30 Grad nur eine Nebensache. Wer konnte, suchte sich ein schattiges Plätzchen und schaute sich die folkloristischen Darbietungen an. Höhepunkt war zweifellos die katalanische Menschenpyramide. Es wehten Dutzende Fahnen auf dem Meraner Sandplatz. Es war aber mehr ein Volksfest heute als eine politische Veranstaltung. Die Schützen zeigten sich dennoch zufrieden und wollen bald wieder ein Unabhängigkeitsfest feiern. Auf der Sponsorenwand der Unabhängigkeitsveranstaltung stand heute die Gemeinde Meran übrigens als Schirmherrin noch oben. Der Rückzieher kam wohl zu knapp. Kurzfristig hatte die Meraner Stadtregierung nämlich die Schirmherrschaft für die Veranstaltung zurückgezogen. Es sei nicht vertretbar, eine Veranstaltung zu unterstützen, bei der die Loslösung Südtirols von Italien propagiert werde, so die Begründung. Kritik gab es im Vorfeld auch von der Opposition, insbesondere von den Grünen.